dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dieses Video heißt Biblische Prophetie und der Antichrist. Tja, und wenn ihr so ein Video von mir seht, dann werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, warum ist das so kurz. Auch wenn ich im Augenblick noch nicht weiß, wie lang das wird. nein, ich meine, es ist Kapitel 19 des Buches Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien. Und das geht ja nur von Seite 203 bis Seite 209. Und über dieses Thema biblische Prophetie und der Antichrist könnte ich tagelang sprechen. Und so viele Kommentare hierzu beigeben, dass das Video wahrscheinlich 10 Stunden werden könnte, mit Leichtigkeit. Aber wir wollen ja im Grunde das Buch besprechen, Alle Wege führen nach Rom. Wir wollen das Buch lesen, wir wollen es besprechen, wir wollen es hier und da ein wenig verbessern und das werde ich auch tun und wichtige Dinge dazufügen. Nur ich bin in unglaublich guter Laune, weil ich habe gerade Kapitel 18 eingelesen und dachte, ja, ich gucke mir Kapitel 19 an, weil der Titel gefällt mir so gut und es ist Sabbatnachmittag und ich dachte von, nee, also Kapitel 19 habe ich jetzt durchgelesen zur Vorbereitung einmal kurz. Ich dachte, nee, das muss ich gleich einlesen. Das ist so ein wunderbares Kapitel, so eine tolle Sache, die hier drin steht und so eine tolle Botschaft, die ich damit weiterbringen kann. Und ich bin halt viel zu motiviert, um das jetzt direkt zu machen, als dass ich noch länger warten möchte. Also, Kapitel 19 des Buches Alle Wege führen nach Rom, Evangelikale, wohin, von Michael de Semlien, lautet Biblische Prophetie und der Antichrist. Ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Mir ist bewusst, sagt der Autor, dass der Leser trotz aller Deutlichkeit, aller Lektionen, die uns die Geschichte lehrt und aller Zeugnisse großer Männer, dennoch nicht in vollem Ausmaß die Rolle Roms und die Wege, die dorthin zusammenlaufen, erfassen wird. Es sei denn, Gott öffnet ihm die Augen und durch sein Wort. Dieser erste Satz, Sinn ist flämisch, manchmal schmeiße ich die Sprachen durcheinander, Entschuldigung. Dieser erste Satz ist furchtbar wichtig. Manchen Leuten
Manche Leute kann man ja noch nicht einmal davon überzeugen, dass es die Sonne gibt, wenn man sie am klarlichten Zeig den Leuten, am klarlichten Tag den Leuten zeigt, wie sie da draußen scheint. Selbst dann fragen sie noch andere Beweise und leugnen, dass es die Sonne gibt. Genauso leugnen sie bei allen Beweisen, die man ihnen geben kann, dafür, dass es Gott gibt. Und dem Autor ist bewusst, dass der Leser trotz aller Deutlichkeit, aller Lektionen der 18 vorhergelesenen Kapitel, die wir hier in diesem Buch gelesen haben, und aller Lektionen, die uns die Geschichte lehrt, und aller Zeugnisse großer Männer, und mit großen Männern meint er vorne hauptsächlich natürlich die Reformatoren und reformatorische Schriftsteller, dennoch nicht in vollem Ausmaß die Rolle Roms und die Wege, die dorthin zusammenlaufen, erfassen wird, es sei denn, Gott öffnet ihm die Augen durch sein Wort. Wenn ich nicht durch die Brille der Bibel auf diese historischen Dinge schaue und auf diese Dinge schaue, die mir hier in diesem Buch offenbart werden, wenn ich den Heiligen Geist nicht in mir habe, der mich leitet zu aller Wahrheit, dann werde ich immer daran zweifeln, ob das auch wirklich so ist. Und die meisten Leute zweifeln da deswegen vor allen Dingen dran, weil sie sich nicht vorstellen können, dass all das zwischen Anführungsstrichen Gute, was so aus Rom verlautet, doch im Grunde alles Schlechte ist. Sie können es sich nicht vorstellen, weil sie das Wort Gottes nicht mehr kennen, weil sie die Bibel nicht mehr kennen, weil die Wahrheit in vielen einfach nicht ist. Obwohl alles, was wir bis jetzt hier gelesen haben und viele meiner Videos genau darauf hinweisen. Ein Verständnis der Auslegung biblischer Prophetie, wie sie die Reformatoren vertraten, und jene, die Rom ebenfalls die Stirn boten, gehört deshalb als wesentlicher Bestandteil zur Botschaft dieses Buches. Deswegen finde ich dieses Kapitel 19 eines der wichtigsten Kapitel in dem ganzen Buch überhaupt. Und wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigen will, die hier drin stehen, dann kann ich nur, und da werde ich auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher darauf hinweisen, wenn man Englisch kann, das Buch gibt es nicht in Deutsch, Romanism and the Reformation von Henry Gretton Guinness lesen. Aber gut, protestantische Schriftausleger weisen darauf hin, dass die Deutung biblischer Prophetie heute fast immer von dem futuristischen System ausgeht, das die überragenden jesuitischen Theologen Ribera und Bellarmine nach dem Konzil von Trient entwickelt haben. Das System des futuristischen, des zukünftigen Antichristen, wo ich immer sage, Leute, passt auf, das ist unbiblisch. Schreibt der Autor hier, dass protestantische Schriftaufleger darauf hinweisen, dass die Deutung biblischer Prophetie heute fast immer von futuristischem System ausgeht. Aber die Bibel schreibt eine andere Prophetie als das futuristische System von den Jesuiten Ribera und Bellarmine. Seitdem, so sagen sie, schaffen die Futuristen so viele eschatologische Denkmodelle und Systeme, dass die theologischen Hochschulen sie gar nicht so schnell verarbeiten können. Die Sicht, dass der Antichrist erst noch kommen wird und dass deshalb die Schriftstellen, die von ihm handeln, nicht für die Gegenwart gelten, hat den Glauben bibeltreuer Christen untergraben und ist eine Ursache dafür, dass so wenige Menschen heute das Amt des Papsttums in der Heiligen Schrift als die falsche Kirche erkennen, die den wahren Glauben seit fast 1500 Jahren bekämpft hat und immer noch bekämpft. Also wenn der Autor hier sagt, dass die Sicht, dass der Antichrist erst noch kommen wird und dass deshalb die Schriftstellen, die von ihm handeln, nicht für die Gegenwart gelten, hat den Glauben bibeltreuer Christen untergraben. Da muss ich natürlich mal zusagen, wenn ich mich selber ein bibeltreuer Christ nenne, dann kann die Sicht, dass der Antichrist noch kommen wird, ja gar nicht meine Sicht sein, weil in der Bibel steht es ja anders drin. Es ist ja nicht mal so, dass diese futuristische Lehre die Bibel anders auslegt, also die Bibel umschreibt oder was, sie legen die Bibel nur anders aus. Aber ich als bibeltreuer Christ, wenn ich den Heiligen Geist in mir habe, wenn ich die Heilige Schrift lese, wenn ich die Bibel lese,
begreife ja wohl, dass das geschriebene Wort Gottes deutlich genug ist und mir sagt, wer der Antichrist ist. Das ganze Alte Testament lief darauf hinaus, deutlich zu machen, wer Christus ist, wann er kommt, was er sagt, wenn er kommt, wie er stirbt, was passieren wird. Alles deutete auf Jesus Christus hin. Gott wollte nicht, dass wir verpassen, wenn er seinen Sohn schickt, um uns zu erlösen. Und genau so, ehrlich, handelt Gott auch mit uns, wenn es darum geht, im Neuen Testament den großen Feind zu offenbaren, nämlich den Antichristen. Genauso deutlich war das im Neuen Testament geschrieben. Und da kommen wir auch gleich noch hin. Andere Protestanten können dem Einwand nicht zustimmen, dass die Betonung eines zukünftigen Antichristen von dem Zeugnis gegen die Irrlehren Roms ablenke. Zitat: Tausende, ja Zehntausende von bibelgläubigen Christen, die an eine zukünftige Person, den Antichristen, glauben, sind entschieden gegen Rom eingestellt. Ende Zitat, sagt Michael Penfold, ein Geschäftsmann aus Bicester. Die Jesuiten haben ihren Glauben nicht untergraben, zumal die Bibel sagt, dass es viele Antichristen zu Zeiten der Apostel gegeben hat. Futurismus und Präterismus haben in diesem und auch schon im vorigen Jahrhundert eine tiefgreifende Wirkung auf Bibelschulen und Kanzeln gleichermaßen hinterlassen. Das steht außer Frage. Die Theorien waren von den Jesuiten gleich nach dem Konzil von Trient als kraftvolle Werkzeuge der Gegenreformation verbreitet worden, hatten jedoch bis zum 19. Jahrhundert wenig Einfluss. Die römisch-katholische Wahrheitsgesellschaft hat die beiden Ansichten folgendermaßen definiert. Zitat: Die Präteristenschule, gegründet 1614 von dem Jesuiten Louis Alcazar, erklärt das Buch der Offenbarung durch den Fall Jerusalems im Jahre 70 oder durch den Fall des heidnischen Roms im Jahre 410. Die Futuristenschule, gegründet von dem Jesuiten Francisco Ribera, erwartet den Antichristen, Babylon und einen wiederaufgebauten Tempel in Jerusalem am Ende der christlichen Zeitordnung. Ende Zitat. Nun also sollte man erstmal ein Ding berücksichtigen, wenn man das hier liest. Sowohl Louis de Alcazar, der 1614 die Präteristenschule gegründet hat mit seinem Buch, das er geschrieben hat, als auch Francisco Ribera, der 1590 mit seinem Schreiben über die Futuristenschule das gegründet hat, sind alle beide Jesuiten. Alle beide lehren sie also römisch-katholische Sichtweisen, römisch-katholische Dogmen. Okay? Wenn wir damit einverstanden sind, wenn wir darin übereinstimmen, dann muss man sich doch mal fragen, wie kann es denn dann sein, dass der eine sagt, der Antichrist war einer der Cäsaren im alten heidnischen Rom, und der andere Jesuit sagt, nein, 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 der Antichrist ist eine einzelne Person, die irgendwann in der Zukunft kommen wird. Die beiden widersprechen sich, der Präterist und der Futurist widersprechen sich, und zwar komplett. Sie widersprechen sich dermaßen, dass sie sich gegenseitig sogar ausschließen. Es kann nicht der eine oder der andere sein. Es kann schon gar nicht der eine und der andere sein. Es kann nur der eine oder der andere sein. So, das heißt, wir haben hier zwei Lügen, die uns unterbreitet werden. Die Präteristenschule, der Antichrist war einer der frühen Cäsaren. Oder die Futuristenschule, die sagt, der Antichrist kommt erst zum Ende der Zeit. Das Problem ist, beides ist eine Lüge und die Wahrheit ist in der Mitte. In diesem Fall. Kein Kompromiss, nein, nein, aber die Wahrheit ist in der Mitte. Nämlich, der Antichrist war nicht in der Vergangenheit, der Antichrist kommt nicht in der Zukunft, der Antichrist ist jetzt, in unserer Zeit. Und zwar schon seit Jahrhunderten. Seit 538, um genau zu sein. Um jetzt mal Daten hier mit einzubringen. Und wenn diese Wahrheitsgesellschaft die beiden Ansichten so zitiert oder definiert, dass sie sagt, Präteristenschule einerseits, Futuristenschule andererseits, dann muss man doch mal sehen, wo ist denn da jetzt der Widerspruch drin? Wo ist denn da jetzt die Gemeinschaft darin?
Ja, die Gemeinschaft, die sie darin haben, ist eine Sache. Und das ist, der Antichrist ist alles außer das Papsttum. Das wird sowohl im Präterismus gelehrt, als es auch im Futurismus gelehrt wird. Und das ist das Einzige, was diese beiden Lehren miteinander gemeinsam haben. Auch wenn sie sich sonst komplett ausschließen, weil wenn der Antichrist 70 nach Christus gewesen ist, in dem Fall Jerusalems zu der Zeit, ja, dann kann er ja nicht mehr in der Zukunft kommen, ne? Und wenn er in der Zukunft kommt, dann war er halt nicht 70 nach Christus oder zum Fall des heidnischen Roms im Jahre 410, wie der Präterismus lehrt. Nur was die zwei Lehren gemeinsam haben, ist, dass sie sagen, auf keinen Fall ist der Antichrist das Papsttum. Und genau das, was die beiden ausschließen, ist, wie immer, die Wahrheit. Im Widerspruch zur damals vorherrschenden Sichtweise der Christen, und das ist die heute historische oder geschichtliche Sichtweise genannt, ja, wie man im Englischen so schön sagt, historicists, also die historische Sichtweise, meine Sichtweise eben auch, meine, Jörg, die Sichtweise eines bibelgläubigen Christen, ist die historische oder eben geschichtliche Sichtweise, hatten der jesuitische Futurismus und Präterismus ursprünglich das Ziel, den Antichristen, den Menschen der Sünde, das kleine Horn und die Mutter der Hurerei vom Hier und Jetzt zu trennen und aus der mittelalterlichen und modernen Geschichte herauszulösen. Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil diese Lehren, wie wir gerade eben gelehrt haben, kamen, Präterismus 1614, Ribera 1590, nach der Reformation, nach dem Protestantismus. Der Protestantismus hat dafür gesorgt, dass mit der historischen Sichtweise auf den Antichristen, die biblische, wie wir auch gleich noch weiterhin lehren werden, das Papsttum als Antichrist identifiziert wurde. Und das hat dafür gesorgt, dass der Papst Macht verloren hat. Während er im dunklen Zeitalter die Könige ernannte und absetzte, konnte er das auf einmal nicht mehr, weil er die Macht da nicht mehr drüber hatte, weil die Menschen eigene Regierungen hervorgebracht haben. Entweder haben sie Regierungen hervorgebracht, die noch immer einen König hatten, aber der König musste sich an bestimmte Gesetze halten, wie man zum Beispiel ja gelesen hat, in dem Coronation Oath, also dem Krönungseid zum Beispiel der englischen Könige, ja. Oder aber es wurden Regierungen gebildet, wo die Menschen sich selbst verwaltet hatten, wie wir das heute kennen. Demokratie zum Beispiel. Nun, dass natürlich die Demokratie heute total unterwandert ist und infiltriert ist und dass da mehr Jesuiten sitzen als sonst irgendwas, ist wieder eine andere Sache. Aber das System der Demokratie, das System einer Regierung durch das Volk, für das Volk, von dem Volk, das ist biblisch. Das ist richtig. Das Volk regiert sich in der Hinsicht selber und hat nur einen Herrn und Meister, und das ist Jesus Christus. Das ist biblisch. Dass das natürlich in der Welt hier nicht so umgesetzt wird und dass Demokratie, wie sie im Prinzip entsteht, nichts damit zu tun hat, wie Demokratie heute, wie wir sie heute in der Welt treffen, das ist eine andere Geschichte. Ja? Aber es ist ganz wichtig, dass wir hier einmal feststellen müssen, dass im Widerspruch zur damals vorherrschenden Sichtweise, der historischen oder geschichtlichen Sichtweise, dass eben der Papst der Antichrist ist. Deswegen musste das jesuitische, futuristische oder präteristische System eingeführt werden, um eben das Scheinwerferlicht von dem Papsttum zu nehmen, der ja damals seine Macht verloren hat. Und das hat er nur verloren, weil die Leute damals eingesehen hatten, der Papst ist der Antichrist. Und wenn ich den Leuten jetzt die futuristische Lehre, um mal ein Beispiel zu nehmen, eintrichtere und sage von, ja, aber der Papst ist nicht der Antichrist, der Papst kommt irgendwann in der fernen Zukunft und regiert dann für 7 Jahre, bla bla bla, diese ganze futuristische Falschlehre, die da überall verbreitet wird. Wenn die Leute das auf einmal glauben, und der Papst halt nicht der Antichrist ist, dann hat der Papst ja das, zwischen Anführungsstrichen, Recht, alles wiederherzustellen, so wie es vor der Zeit der Reformation war. Dass er das Recht hat, Könige ein- und abzusetzen. Dass er das Recht hat, Regierungen ein- und abzusetzen. Oder nicht? Ah ja. Und da liegt doch das Problem. Aber gut, wir fahren eben im Buch fort, weil sonst schreibe ich hier mein eigenes Buch noch mit meinen Kommentaren.
Mit Hilfe dieser Auslegung, also des Präterismus und des Futurismus, gelang es, die 15 Jahrhunderte des Papsttums gänzlich aus dem Verständnis biblischer Prophetie auszuschließen, indem man kurz vor der Entstehung der römischen Kirche im 5. Jahrhundert Halt machte und andererseits über unsere Zeit hinaus in eine unbestimmte Zukunft verwies. Die historische oder geschichtliche Sicht versteht die Weissagung von Daniel, Paulus und Johannes dahingehend, dass sie vollkommen und zuverlässig den gesamten Verlauf der christlichen Geschichte darstellen. Sie erkennt in Rom, dass sich als die Kirche hinstellt, die Hure, die als Braut Christi auftritt und setzt das kleine Horn aus Daniel 7, den Menschen der Sünde aus 2. Thessaloniker 2 und die Mutter der Hurerei aus Offenbarung 17 und 18 mit dem Papsttum und der falschen Kirche gleich. In den Predigten der Männer, von denen die protestantische Reformation ausging, treten zwei große Wahrheiten besonders hervor, schreibt der amerikanische Bibelausleger Ralph Woodrow. Der Gerechte wird durch Glauben leben und nicht durch die Werke der römischen Kirche. Und das Papsttum ist der Antichrist, den die Heilige Schrift ankündigt. Ihre Predigt war eine Botschaft für Christus und gegen Antichristus. Die gesamte Reformation ruht auf diesem zweifachen Zeugnis. Ende Zitat von Ralph Woodrow. Ralph Woodrow ist der Autor des Buches Babylon Mystery Religion, das ich auf meinem Kanal vollständig gelesen habe. 21 Kapitel. Und Ralph Woodrow hat 1999, ein paar Jahre nach Erscheinen dieses Buches, was ich jetzt hier lese, sein Buch zurückgerufen. Es ist Ausdruck, man kann es nicht mehr bekommen, nur noch im Internet als PDF. Und er hat ein anderes Buch geschrieben, in dem er alles widerruft, was er darin geschrieben hat. Wenn ihr euch dafür interessiert, wieso was passieren kann und was genau passiert ist und was sein Buch Babylon Mystery Religion beinhaltet, schaut euch meine Spielliste Babylon Mystery Religion an, da findet ihr alles drin. Und ansonsten könnt ihr mir immer einen Bericht schicken und mich fragen. Aber wie gesagt, die Lesung des Buches und vor allen Dingen das Video über seinen Zurückruf des Buches erklären eine ganze Menge. Da muss ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ich finde es schön, dass hier Michael Desemlian auf Ralph Woodrow eingeht und das hier bestätigt, dass, wie er das geschrieben hat, dass er eben auch die historische Sicht hatte. Das muss man ja sehen, dass wir die, wie er sagte, die gesamte Reformation ruht auf diesem zweifachen Zeugnis, ja, die Botschaft für Christus und gegen Antichristus. Reformation war ja im Grunde nichts anderes als die Zurückkehr zu biblischer Doktrin. Es war die Zurückkehr zur Urkirche, bevor das Römische Reich, das Christentum, lass uns mal sagen, wie sagt man, hijacked, wie nennt man das im Deutschen, also das Christentum entführt hat, ja, und sich unter einem Mantel, sich unter dem Mantel des Christentums sich das Römische Reich versteckte. Bevor diese Entführung passiert ist, bevor die Kirche sozusagen in babylonische Gefangenschaft ging, die Zurückkehr, das war die Reformation. Die Zurückkehr zur Bibel, die Zurückkehr zur apostolischen Lehre, das war die Lehre der Reformation. Die apostolische Kirche, der Apostel, der Urkirche. Nun, Ian Murray beschreibt in seinem vielbeachteten Buch The Puritan Hope die Reformatoren als, Zitat, einmütig in ihrem Glauben, dass das päpstliche System sowohl der Mensch der Sünde als auch die Hure Babylons ist, vor der die Schrift warnt. Rom war der große Antichrist und dieser Glaube hatte solch eine Gültigkeit, dass er erst im 19. Jahrhundert vom evangelischen Christen ernsthaft hinterfragt wurde. Ende Zitat. Das heißt, Präterismus und Futurismus wurde Ende des 16. Jahrhunderts eingeführt oder Anfang des 17. Jahrhunderts, der Präterismus, Futurismus Ende des 16. Jahrhunderts, hat dann aber eine ganze Zeit lang gar keine Auswirkungen gehabt. Warum nicht? Weil das gar nicht groß gelehrt wurde.
Es gab andere Dinge, die waren zu dem Zeitpunkt wichtiger. Erst mit dem Anfang des 19. Jahrhunderts wurde diese futuristische Lehre hauptsächlich gelehrt. Und warum? Weil wir am Ende des 19. Jahrhunderts dann die zionistische Bewegung gesehen hatten. Und dann im 20. Jahrhundert die Gründung Israels. Und das hat eben alles zu tun mit Futurismus. Da verweise ich nochmal auf Daniel 9, Kapitel 4 bis 27. Das Video weiß ich nicht, ob ich es in der Zwischenzeit gemacht habe. Heute am 29. Oktober, wo ich das hier lese, habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht. Aber wenn ich das mache, schaut euch das an. Und ansonsten geht zurück auf meine Lesung von Luther 2017. Im ersten oder im zweiten Teil, müsst ihr mal nachschauen, erkläre ich das auch nochmal deutlich. Und das ist eben der Punkt, der hier kommt, dass er erst im 19. Jahrhundert von evangelischen Christen ernsthaft hinterfragt wurde. Warum haben sie sich bis zum 19. Jahrhundert damit Zeit gelassen? Weil sie genau wissen, sie brauchen ein oder zwei Generationen, um die Leute umzudrehen. Und genauso ist es dann auch passiert. Ein Zitat von Dr. Henry Gretton Guinness. Tausende von Martyrien haben das Zeugnis gegen den päpstlichen Antichristen besiegelt. Das schrieb Henry Gretton Guinness am Ende des vorigen, also des 19. Jahrhunderts. Und auf diesem Zeugnis beruht die Reformation. Es zu verwerfen hieße, die Grundlage des edelsten und göttlichsten aller Werke verwerfen, die je seit dem Pfingsttag gewirkt wurden. Ende Zitat. So, und Henry Gretton Guinness habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Autor des Buches Romanism and the Reformation. Und wenn ihr Englisch könnt, dann lest bitte, bitte die ersten paar Lektionen. Lektion 1, Daniel und die Voraussicht des Romanismus. Lektion 2, Daniel und die Voraussicht des Romanismus im zweiten Teil. Lektion 3, Pauls Voraussicht auf den Romanismus. Und Lektion 4, Johns, also Johannes, Voraussicht auf den Romanismus. Daniel, Paulus und Johannes. So wie hier gerade eben vorgelesen, so erscheint das in dem Buch. Es geht um die ersten 170 Seiten. Das sollte man gelesen haben. Zum Verständnis kann ich das jedem, der Englisch kann, nur anraten. Und wenn man das gelesen hat, dann hat man schon keine Frage mehr darüber, wer der Antichrist ist. Aber wenn man das soweit gelesen hat, dann sollte man den Rest des Buches auch noch lesen, weil das ist absolut lesenswert, studienswürdig, kann ich euch nur anraten. Und wenn ihr das Lesen allein zu langweilig findet, ich habe eine Videoserie in meiner Spielliste Inquisition Update, wo Tom Fress das Buch liest. Im Augenblick sind davon 9 Teile oder 10 Teile hochgeladen. Also heutzutage am 29. Oktober, wie viel, wenn das Video hier rauskommt, weiß ich nicht. Aber das werden insgesamt über 30 Teile. Und da könnt ihr das mitlesen, wenn Tom das liest und erklärt das Buch. Absolut fantastisch, diese Lehre zu folgen. Und dann hat man als bibelgläubiger Christ absolut keine Frage mehr, wer oder was der Antichrist ist. Und Dr. Henry Grinnis, Gretton Guinness hat dafür gesorgt in seinem Buch und das war wirklich fantastisch, wie er das geschrieben hat. Nun geht der Autor hier im nächsten Teil ein in das kleine Horn aus Daniel. Die Reformatoren, und übrigens das kleine Horn aus Daniel, für den, der es noch nicht weiß, ein interessante Information. Das erste Buch aus dem Alten Testament, das Martin Luther damals übersetzt hat und damit gibt da ganz deutlich an, wie wichtig ihm das ist, war das Buch von Daniel. Ja? Das war das Erste, was er aus dem Buch des Alten Testaments übersetzt hat, nach dem Motto, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich es nicht überlebe, dann habe ich das doch zumindest übersetzt. So wichtig war Martin Luther das Buch von Daniel. Also, das kleine Horn aus Daniel. Die Reformatoren setzten das Papsttum mit dem gegen die Heiligen streitenden kleinen Horn aus dem Buch Daniel gleich. John Wycliffe fragte, warum ist es nötig, im Unglauben nach einem anderen Antichristen Ausschau zu halten? Im 7. Kapitel des Propheten Daniel ist der Antichrist anschaulich mit dem Bild eines Horns beschrieben, das in der Zeit des 4. Königreichs hervorbrechen und die Heiligen des Höchsten verstören wird. Ende Zitat. Die Reformatoren glaubten, und damit Historiker und mit ihnen viele Christen heute,
dass das kleine Horn von Daniel 7 aus dem vierten Tier, dem römischen Reich, herausgewachsen und unter den 10 Königreichen hervorgebrochen war, in die das kaiserliche Rom eingeteilt war. Das kleine Horn zeigte sich gar anders als die anderen Reiche. Das Papsttum beanspruchte sowohl geistliche als auch zeitliche Macht. Das kleine Horn hat ein Maul, das große Dinge redete, und es wird den Höchsten lästern. Durch die Jahrhunderte hat das Papsttum wiederholt den Anspruch kundgetan, als Stellvertreter Christi, Vicarius Filii Dei, die Welt zu regieren, und es hat darauf bestanden, dass es keine Errettung außerhalb der Kirche Roms gebe, wie wir von Bonifatius dem VIII. In seiner Bulle Unam Sanctam von 1302 nachlesen können. Etwas, was ich schon öfter hier zitiert habe und was ich jetzt nochmal eben frei rausbringe hier. Es ist absolut unerlässlich für die Erlösung einer jeglichen menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Das kann man so in der Bulle Unam Sanctam nachlesen. Also, und in dem Jahr 1301 hat er ja das Schreiben rausgebracht, dass es außerhalb der römischen katholischen Kirche keine Errettung gibt. Ja. Und dass der Papst sich Vicarius Filii Dei nennt und dass der Papst von sich selbst behauptet, Jesus Christus verborgen unter einem Mantel von Fleisch zu sein, sind bekannte römisch-katholische Doktrinen. Das ist nicht Jörg, der das sagt, das ist die römisch-katholische Kirche selber. Und das ist doch nichts anderes als den Höchsten lästern, oder? Außerdem hat es ebenfalls behauptet, mit Unfehlbarkeit zu Fragen des Glaubens und der Lehre zu sprechen. Es reißt damit unrechtmäßig Gottes Autorität an sich und widerspricht seinem Wort. Wo sagt die römisch-katholische Kirche, dass sie in Unfehlbarkeit zu Fragen des Glaubens spricht? Weil im Ersten Vatikanischen Konzil 1870 Papst Pius IX., wenn der Papst ex cathedra von seinem Thron spricht in Bezug auf Fragen des Glaubens und der Lehre, dann ist der Papst unfehlbar. Das ist römisch-katholisches kanonisches Recht. Das ist nicht nur Recht, das ist Doktrin, das muss man glauben als Katholik. Der Papst ist, wenn er zu Fragen des Glaubens und der Lehre spricht, unfehlbar. Basis 1870, Erstes Vatikanisches Konzil. In Daniels Vision hatte das kleine Horn Augen und sah viel größer aus als seine Gefährten. Der Papst, der die Schlüssel des Himmelreichs beansprucht, wacht über mehr Menschen als jeder andere Führer auf Erden. Er ist heute, 1993, verantwortlich für etwa 900 Millionen Seelen. Nun, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt 2016 sind, dann haben wir nicht nur ungefähr 1,5 Milliarden römische Katholiken, also schon mal 60% mehr hier als 1993 von den 900 Millionen auf 1,5 Milliarden. Nein, dadurch, dass wir dieses Buch hier richtig verstehen und wissen, dass es hier um die ökumenische Bewegung geht, dass wir da wissen, dass es hier darum geht, um all die abgefallenen Protestanten wieder unter die Kirche Roms zurückzubringen, ist der Papst auch verantwortlich für eben all diese zurückgekehrten getrennten Brüder, wie sie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil genannt werden. Alle Andersgläubigen, alle, die nicht in der römisch-katholischen Kirche drin sind, die sich aber der Lehre zu Fragen des Glaubens und der Lehre der römisch-katholischen Kirche zurück unterworfen haben, durch die ökumenische Bewegung. Und damit ist es eine ganze Masse mehr als 1,5 Milliarden. Damit dürften wir weit über 2,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde hinauskommen. Heute. In 2016. Das kleine Horn stritt wieder die Heiligen und behielt den Sieg über sie und wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Viele glauben, dass dieser Teil der Prophetie in den vielen Jahrhunderten grausamer Verfolgung bibelgläubiger Christen durch das päpstliche Rom umfassend in Erfüllung ging. Im finsteren Mittelalter, während der Inquisition,
Und bis hin zur Französischen Revolution. Und ich füge da hinzu, nein, 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 noch viel weiter. In der modernen Zeit des 20. Jahrhunderts mit den beiden Weltkriegen und allen anderen Kriegen, die seitdem geführt werden. Und ganz sicher mit dem Krieg gegen den sogenannten Terrorismus, den wir seit dem 11. September 2001 sehen. Ein weiterer Kreuzzug des Vatikan gegen bibelgläubige Christen, hauptsächlich auf dieser Welt. Evangelikale Minderheiten vom heutigen Papsttum nicht mehr Ketzer, sondern fundamentalistische Sekten genannt, werden in einigen römisch-katholischen Ländern immer noch verfolgt. Ja, natürlich werden sie immer noch verfolgt, evangelikale Minderheiten. Fundamentalistische Sekten nennen sie die hier 1993, heute nennen sie die Terroristen, wie auch immer, vor allen Dingen, wenn es bibelgläubige Christen sind. Okay, der Term Ketzer ist vielleicht nicht mehr da, oberflächlich, aber wenn ich den Namen verändere, verändere ich ja nicht die Position oder die Situation der Leute. Es geht immer noch um dasselbe. Es geht immer noch um Andersgläubige, die, welchen Namen ich ihnen auch gebe, immer noch verfolgt werden. Hier 1993 beim Schreiben des Buches und hier und heute 2016, wo ich das Buch lese, immer noch. Und das wird auch so bleiben bis zum Ende der Zeit, bis Jesus zurückkommt. Das kleine Horn wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Das Papsttum hat nicht nur menschliche, sondern auch göttliche Gesetze geändert. Es hat die Gesetze von Königen und Kaisern für ungültig erklärt. Es hat sich selbst erst 1870 der Heiligen Schrift zum Trotz in Glaubens- und Sittenlehren für unfehlbar erklärt, wie ich ja gerade eben schon erklärt hatte im Ersten Vatikanischen Konzil. Es hat sich angemaßt, Ehen aufzulösen und eine zölibatäre Priesterschaft anstelle des biblischen Vorbilds verheirateter Pastoren einzuführen. Auch Zeiten sind geändert worden. Der Kalender des Papstes Gregor hat denjenigen des Kaisers Justinian ersetzt. Zum Beispiel, nicht nur hat Gregor im Oktober 1582 11 Tage aus dem Kalender Soma gestrichen, dass es von Donnerstag direkt an mit dem nächsten Samstag weiterging, nein, er hat auch den Jahresanfang vom April auf Januar gesetzt. Deswegen nennt man das ja heute April-April, ja? April-Scherz. April's Fools, wie das im Englischen so schön heißt. Geht alles auf die Änderung des gregorianischen Kalenders zurück. Studiert das mal selber. Interessantes Thema. Aber auch Zeiten sind geändert worden. Der Kalender des Papstes Gregor hat denjenigen des Kaisers Justinian ersetzt. All die verschiedenen heiligen Tage wurden eingeführt. Dazu die Christmesse, Christmas, Weihnachten, um die Geburt unseres Herrn zu feiern, und Ostern, das Fest der heidnischen Göttin Astarte, zur Feier seines Todes und seiner Auferstehung. All die verschiedenen heiligen Tage wurden eingeführt. Tom Fress hat da mal ein Video drüber gebracht von knapp Viertelstunde, 20 Minuten auf meinem Kanal über die heiligen Tage. Und wer sich das in Englisch nicht anhören will, für den fasse ich das mal eben kurz zusammen. Nur wer heilig ist, kann etwas heilig erklären. Da kein Mensch heilig ist und nur Gott heilig ist, kann nur Gott heilige Tage erklären und geben und machen und erfinden oder einsetzen. Und nicht der Mensch. Aber der Papst meint von sich, er ist Gott und er kann das machen und er erklärt irgendwelche heiligen Tage. Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Maria-Himmelfahrt und so weiter und so weiter. Man nennt mal die ganzen katholischen Feiertage in eurem Kalender auf. Wer hat die denn erlassen? Die Kirche, die apostolische Kirche, das Neue Testament, Jesus Christus oder der Papst? Und die römisch-katholische Kirche, das Antichristensystem. Die Frage kann ja wohl jeder ganz einfach beantworten. Der Mensch der Sünde und das Geheimnis der Ungerechtigkeit. Das Pontifikal, die besondere Gottesdienstordnung für Papstgottesdienste in der St. Peterskirche zu Rom, lässt den regierenden Papst mit den furchtbaren Worten anreden. Zitat: Herr Gott der Papst. Ende Zitat. Gut verstanden? Im
zweiten Abschnitt des Kapitels Biblische Prophetie und der Antichrist. In dem Buch Alle Wege führen nach Rom heißt der zweite Unterabschnitt Der Mensch der Sünde und das Geheimnis der Ungerechtigkeit. Das Pontifikal, das ist also die besondere Gottesdienstordnung für Papstgottesdienste in der St. Peterskirche zu Rom, lässt den regierenden Papst mit den Worten anreden, Herr Gott der Papst. In seinem Brief an die Christen in Thessalonika beschreibt Paulus den Menschen der Sünde, den Sohn des Verderbens. Aus der Schlachterübersetzung steht hier im Buch aus 2. Thessalonika, Kapitel 2, Verse 3 bis 4, Zitat, Denn es muss unbedingt zuerst der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Ende Zitat. Es scheint eine erstaunliche Einmütigkeit im Verständnis der frühen Kirchenväter und der Reformatoren darüber geherrscht zu haben, dass das kleine Horn mit dem Menschen der Sünde gleichzusetzen sei, den Paulus im 2. Korintherbrief offenbart. Ja, ist das eine erstaunliche Einmütigkeit im Verständnis der frühen Kirchenväter und der Reformatoren? Nein! Das ist überhaupt keine erstaunliche Einmütigkeit. Das ist der Beweis dafür, dass die wahre biblische Lehre immer die Wahrheit fortbringt und dass die Kirchenväter, die frühen Kirchenväter, die Apostel und die Reformatoren als Basis für was sie gelehrt haben, die gleiche Schrift gebrauchten. Die unverfälschte, wahre Bibel, das Wort Gottes. Das ist überhaupt keine erstaunliche Einmütigkeit. Es ist ganz logisch. Sie glaubten beide, also die frühen Kirchenväter und die Reformatoren, dass der Mensch der Sünde und das Geheimnis der Ungerechtigkeit zu Paulus Zeiten bereits am Werk im Anschluss an den Fall des Römischen Reiches kommen werde. Zitat aus Verse 7 und 8 aus 2. Thessalonicher. Kapitel 2. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk. Nur muss der, der es jetzt noch zurückhält, vorher beseitigt werden, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Die Encyclopaedia Britannica berichtet, dass während jener ersten Jahrhunderte die Christen allgemein glaubten, dass die Kraft, die das Offenbarwerden des Antichristen aufhielt, das Römische Reich war, die Cäsaren waren. Es wurde und wird noch heute weiterhin so verstanden, dass der Apostel über das Aufhalten des Antichristen deshalb in so geheimnisvoller Sprache schrieb, er, der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden, weil er damit das kaiserliche Rom meinte. Wäre Paulus deutlicher geworden, das heißt, hätte er seinen Glauben, hätte er sein Wissen, dass das kaiserliche Rom, das den Antichristen aufhielt, einmal untergehen werde, ausdrücklich mitgeteilt, dann hätte er die Christen, besonders die Thessaloniker, in Konflikt mit der herrschenden Macht gebracht. Und vor allen Dingen hätte er Rom mitgeteilt, dass die untergehen. Und was würde ein Imperator, ein Cäsar, ein Kaiser machen, wenn ich ihm sage, dass er untergeht? Er wäre dann nicht mit einverstanden und wird wahrscheinlich wild um sich schlagen. Denk mal zurück an Daniel. Als Daniel Nebukadnezar eröffnet hat, dass er das goldene Haupt der Statue ist und dass nach ihm ein anderes, kleineres Königreich kommen wird und danach ein anderes und danach ein anderes und am Schluss ein Stein, nicht ausgehauen mit Menschenhand, die Statue zerschmettern wird, alle Königreiche zerschmettern wird. Was war Nebukadnezars Antwort? Er hat eine Figur ganz aus Gold schmelzen lassen und gesagt von, nee, bin ich nicht mehr einverstanden, ich bin ganz Gold, ich bin es, auf jeden Fall. Und hat sich gewehrt gegen diese Prophezeiung. Natürlich hat sie deswegen die Prophezeiung nicht verändert. Gott verändert ja nichts an seiner Prophezeiung. Nur weil derjenige nicht einverstanden ist. Aber wenn Paulus hier deutlicher gesprochen hätte, dann hätte er nicht nur die Thessaloniker in Konflikt mit der herrschenden Macht gebracht, er hätte vor allen Dingen sich selbst in Probleme gebracht. Wenn er gesagt hätte von,
Jungs, das ist der Cäsar und der ist im Wege. Aber die Christen haben es gut verstanden zu der Zeit. Und es gibt Aufzeichnungen darüber, unter anderem dachte ich auch in dem Buch von Romanism and the Reformation kommt das auch vor, dass viele Christen zu der Zeit, als halt der Cäsar noch regiert hatte, und sie verstanden hatten, dass der Cäsar den Antichristen aufhält, obwohl sie Christen waren, haben sie sich in die römische Armee gemeldet und haben an der Seite Roms gegen ihre Feinde gekämpft, weil sie wussten, wenn der Cäsar weg ist, dann kommt es nur noch dicker, weil dann kommt der Antichrist. Der nächste und letzte Abschnitt dieses kleinen, aber feinen Kapitels heißt Zeugen der Wahrheit. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer im 17. Jahrhundert, Bunyan, die Übersetzer der King James Bibel und die Männer, die das Westminster Bekenntnis, Mortimer und Latimer, und das Baptistenbekenntnis verfassten. Sir Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards und in jüngerer Zeit Spurgeon, Bischof J.C. Ryle, Martin Lloyd Jones, ich nenne da auch noch gerne bei Henry Gretton Guinness, James Edgen Wiley. Diese Männer und viele andere sahen das Amt des Papsttums als den Antichristen, der an die Stelle Christi tritt, das neue Gesicht des alten Heidenkultes, das Geheimnis Babylon, von dem die Bibel spricht. Sie sahen dies alles in der Schrift. Das Wort Gottes wurde für sie eine lebendige Offenbarung. Sie sahen, wie viele auch heutzutage, die falsche Braut, die Hure, die am Ende der Zeit gerichtet werden soll, in der Beschreibung von Offenbarung Kapitel 17, Verse 1 bis 6. Und ich lese das jetzt eben aus der Schlachter 1951 vor. Offenbarung Kapitel 17. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatte, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, und mit welcher die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die Bewohner der Erde trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und 10 Hörner hatte. Und das Weib war mit Purpur und Scharlach bekleidet und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinigkeit ihrer Unzucht. Und an ihrer Stirne einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich gar sehr, als ich sie sah. Ende Zitat. Die Reformatoren erkannten den wahren Charakter des römischen Systems und wussten, dass sie sich deutlich dagegen stellen mussten. Wenn sie damals recht hatten, haben sie auch heute noch recht. Gottes Wort ist unwandelbar. Dies waren die Männer, denen einer aus ihrer Schar, John Knox, das Zeugnis gab, dass sie, Zitat, das Erscheinen des Herrn lieb hatten, Ende Zitat. Sie alle trugen eine ungeheure Last für die Seelen derer, die in den Fesseln eines solchen bösen Systems lagen. Festgehalten, wie Martin Luther sagte, in der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Das ist übrigens ein Werk von Martin Luther, das ich auf meinem Kanal in der Zukunft auch nochmal lesen werde. Von der babylonischen Gefangenschaft. Die Reformatoren und ihre Erben waren große Gelehrte, die das Wort Gottes kannten. Und sie kannten den Heiligen Geist als lebendigen Lehrer. Sie durchschauten die falschen Auslegungen biblischer Prophetie und die klugen Verführungen der Jesuiten und der Gegenreformation, und sie kämpften für den Glauben, der ein für allemal den Heiligen übergeben ist, wie wir in Judas 3 lesen können. So, dann gehe ich da jetzt mal eben von der Offenbarung auf Judas Vers 3 dazu, weil Judas ist ja nur ein Kapitel, ne? Ist ja ein ganz kleines Kapitel, das letzte Buch vor der Offenbarung. Ja? Da
Da heißt es dann, also in Judas Kapitel Vers 3, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch zu schreiben mit der Ermahnung, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Ende Zitat. Sie wussten, die Reformatoren, dass jeder Christ die Verantwortung hat, ein Wächter zu sein und nicht nur einige wenige, die den besonderen prophetischen Ruf haben, die Dinge beim Namen zu nennen. Von der Zeit kurz nach der Reformation an bis ins späte 19. Jahrhundert war ihre geschichtliche Deutung des Antichristen in den meisten Bibelkommentaren zu finden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Jedenfalls wissen wir von keiner einzigen Auslegung der letzten 50 Jahre, die diese Auffassung vertritt. Ich habe ja das Buch Babylon Mystery Religion von Ralph Wutrow, das ich hier vorher schon Kapitel angesprochen hatte, habe ich ja gelesen. Und obwohl Ralph Wutrow anscheinend hier in diesem Zitat ja zitiert wird, was er über den Antichristen sagt, in den Predigten der Männer, von denen die protestantischen Reformatoren ausgingen, treten zwei große Wahrheiten hervor. Der Gerechte wird durch den Glauben leben, nicht durch die Werke der römischen Kirche, und das Papsttum ist der Antichrist, den die Heilige Schrift ankündigt. Ihre Predigt war eine Botschaft für Christus und gegen Antichristus. Die gesamte Reformation ruht auf diesem zweifachen Zeugnis. Das hat Ralph Wutrow hier gesagt, das schreibt er aber nicht in seinem Buch. In dem Buch Babylon Mystery Religion, das er ja widerrufen hat, 1998 oder 1999, kurz nach Erscheinen dieses Buches, schreibt er nicht ein einziges Mal das Wort Antichrist. Das Wort kommt in meiner Lesung natürlich sehr viel vor, weil ich es gebrauche, aber im Buch steht es im Grunde nicht einmal drin. Und von daher hat hier Michael Desemlian ganz recht. Wir wissen von keiner einzigen Auslegung der letzten 50 Jahre, die diese Auffassung des Antichristen, das Papsttum ist der Antichrist, die diese Auffassung noch vertritt in Büchern. Stimmt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass ich Bücher wie hier in diesem Fall Alle Wege führen nach Rom, dass ich Bücher wie Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop gelesen habe. Deshalb ist es so wichtig, dass ich das nächste Buch lese, was noch kommt, und dass ich die anderen Bücher noch lese, die noch kommen. Und ich werde da auch Bücher von Griesinger und solche Sachen mit reinnehmen. Von protestantischen Schreibern, von reformatorischen Schreibern. Ganz, ganz wichtig, weil das eben die letzten 50 Jahre nicht mehr vertreten wird, diese Auffassung. Und das ist eben das Problem. Wenn niemand nicht mehr lehrt, dass das Papsttum der Antichrist ist, wie sollen die Leute es denn dann wissen? Weil Geschichtsunterricht bekommen sie ja nicht. Und was sie an Geschichtsunterricht bekommen, ist verfälschte Geschichte. Das ist doch das große Problem. Und deswegen sind solche Lesungen wie die, die ich hier gerade tue, und deswegen sind solche Bücher wie das Buch, was ich hier gerade lese, so furchtbar wichtig. Ich kann nur hoffen, dass wer dieses Video sieht und hört, was ich hier zu sagen habe und was der Autor hier schreibt, dass es ein Wiedererwachen des reformatorischen Gedanken gibt. Für diejenigen, die Walter Veit folgen, der hat ja mal eine ganze Serie gemacht von Videos, die nannte er Rekindling the Reformation. Das Wiederanfachen der Reformation. Nun, ich bin kein Walter Veit-Fan und ich habe meine bestimmten Reservationen gegenüber ihm. Das ist eine andere Sache. Aber vieles von dem, was er lehrt, ist richtig. Und vieles von dem, was in seinen Serien das Wiederanfachen der Reformation vorkommt, sind richtige Dinge. Da will ich gar nicht gegensprechen. Das ist wichtig, dass man diesen Gedanken wieder entzündet. Und den kann man nur dadurch entzünden, die Leute zurück zur Bibel zu bringen. Weil das Wissen der Bibel, das, was geschrieben steht im Wort Gottes, ist das einzige Wahre, ist die einzige Wahrheit. Und wie wir hier gerade eben gelehrt haben, der geschichtliche Blick auf die oder der historische und die geschichtliche Sichtweise ist die Sichtweise, die allen Menschen in der Vergangenheit erlaubt hat, die Wahrheit zu sehen durch die Lügen des römisch-katholischen Systems. Dadurch, durch diese historische und geschichtliche Sichtweise, diese biblische Sichtweise, dadurch hat man erkannt, wo und wer der Antichrist ist. Rom und nichts anderes. Das letzte Reich, das Daniel
vorhergesagt hat. Das letzte Reich vor der Wiederkehr Jesu Christi, das sich verkleidet hat mit dem Mantel des Christentums und damit das Christentum in den Dreck zieht und unglaubwürdig macht für viele Leute, weil sie eben gar nicht wissen, wer der wirkliche Christus ist, weil der Antichrist sich als Christ ausgibt. Und dazu muss man halt die Bücher lesen von Daniel, Paulus und Johannes. Und da komme ich nochmal drauf zurück. Romanism and the Reformation. Wenn ihr Englisch könnt, bitte, 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 lest Lektion 1, 2 und 3 und 4 in Romanismus und die Reformation bis Seite 178 im PDF. Danach habt ihr keine Fragen mehr. Wer da noch Fragen hat, der ist halt spirituell nicht ehrlich zu sich selber und wird von einem anderen Geist geleitet. Aber Leute, die von einem anderen Geist geleitet werden, machen sich ja sowieso nicht die Mühe, dieses Video anzuschauen oder empfohlene Bücher, die ich hier angebe, sowieso zu lesen. Von daher erübrigt sich das. So, ich danke euch herzlich fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hatte fast gedacht, dass ich eigentlich über eine Stunde gehen würde, aber wie gesagt, es gibt so viele Dinge, die man hier kommentieren kann, dass man im Grunde immer viel zu wenig spricht und ich kann dann nur auf andere Videos von mir verweisen und dass ich dafür stehe, für die historische und geschichtliche Sichtweise auf die Bibelauslegung, das muss ich ja nun hier jetzt nicht mehr ständig wiederholen, das dürfte jedem inzwischen deutlich sein. Das Papsttum ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. Punkt. Mehr muss man zu dem Thema, das wir jetzt behandelt haben, biblische Prophetie und der Antichrist, nicht sagen. Und wie gesagt, schaut euch das selbst an. Die präteristische Lehre von Louis Alcazar, die futuristische Lehre von Francisco Ribera. Zwei Lehren, die sich komplett voneinander selber ausschließen. Beides gelehrt von Jesuiten, beides gelehrt von der römisch-katholischen Kirche, die nur ein Ding gemeinsam haben. Der Papst ist nicht der Antichrist. Das haben sie gemeinsam. Aber ansonsten sind sie unvereinbar, die beiden Lehren. Aber doch kommen sie aus derselben unfehlbaren Kirche. Das sollte jedem zu denken geben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Gott beschütze und behüte euch auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Ansprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folterdikte, ich sehe die Verließen, die Scheiter. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die
die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahingeschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes. Und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi Erden hinstellen. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.